Für viele ist es einer der wichtigsten und auch meistbesuchten Orte von allen, das Fitnessstudio. Während sich die meisten Tage im Gym jedoch mehr oder weniger gleichen, so gibt es auch immer wieder Momente, die einfach nur komplett verrückt sind und die man gar nicht glauben könnte, wären sie nicht gefilmt worden. Genau diese kuriosen Aufnahmen zeigen wir euch heute. Es erwarten euch nicht nur extrem peinliche und gefährliche Gym-Fails, wir präsentieren euch auch einen Kriminalfall im Fitnessstudio, zeigen euch das teuerste Gym der Welt und Aktionen von Fitnessstudio-Mitgliedern, die einfach nur unfassbar sind. Beginnen wir direkt mit diesem Mann, der einige Pumper in einem kalifornischen Outdoor-Gym mehr als alt aussehen ließ. Und das, obwohl er selber nicht mehr der Jüngste zu sein scheint. Was auf den ersten Blick zu verwirrten Blicken führte, stellte sich danach in kurzer Zeit als recht offensichtlicher Prank heraus. Tatsächlich handelte es sich bei dem Mann nämlich nicht um einen fit gebliebenen Rentner, sondern um Kenneth Laverick, einem ehemaligen Gewichtheber, der sogar bei den Olympischen Spielen antrat. Bevor er das Gym betrat, ließ er sich stundenlang schminken, um so möglichst authentisch und alt auszusehen. Auch wenn wohl recht vielen irgendwann klar wurde, dass hier etwas faul sein muss, waren die Reaktionen auf seine Performances mehrmals unterhaltsam. Weiter geht's mit einem Gym, das wohl nur die wenigsten von uns jemals in echt von innen sehen werden. Der Grund: es kostet unglaubliche $650 im Monat und gilt so als eines der teuersten Fitnessstudios der Welt. Das Studio trägt dabei den Namen Third Space und befindet sich im Zentrum von London. Wer es schafft, den extrem hohen Beitrag jeden Monat zu bezahlen, bekommt dafür aber auch Unfassbares geboten. Unter anderem gibt es eine Gesichtserkennung am Eingang sowie die modernsten Trainingsgeräte. Was das Gym aber wirklich besonders macht, ist die Technologie, die hier eingesetzt wird. Alles ist nämlich komplett digitalisiert und per App für die Mitglieder zugänglich. So sieht man unter anderem den Fortschritt der anderen Mitglieder, um sich selbst mehr zu motivieren, und erhält moderne Noise-Canceling-Headphones, um sich so voll auf das eigene Workout zu konzentrieren. Das Studio verfügt über eines der größten Spas in ganz London, samt Massagesalons, einem kleinen Restaurant und über 30 Personal Trainer, die den gesamten Körper mit modernsten Methoden analysieren können und so ein individuelles Programm entwickeln. Übrigens, wie sieht es denn eigentlich bei euch aus? Geht ihr gerne ins Gym? Und wenn ja, warum? Um besonders hart zu trainieren, braucht man aber nicht zwingend die modernste Technik. Manchmal reichen auch einfach genug Platz und ein paar Gewichte, beziehungsweise eine Menge Gewichte. Zumindest, wenn man so wie dieser Mann über 1000 Kilo mit einem Arm heben will. Man kann aber auch so viel Gewicht auf eine Stange packen, dass sie fast bricht. Oder man probiert das hier. So oder so will man sich mit ihm bestimmt nicht anlegen, wenn man nach einer freien Hantelscheibe sucht. Eine Gruppe, mit der man sich ebenfalls nicht anlegen will, ist in diesem erschreckenden Video zu sehen. Hier sieht man nämlich Mitglieder der Taliban, die im Sommer 2021 nicht nur die Macht in Afghanistan übernahmen, sondern dabei auch den Präsidentenpalast stürmten. Dort angekommen, machten sich ein paar von ihnen auf, das private Fitnessstudio des Palastes zu entdecken und verhielten sich dort wie auf einer großen Spielwiese. Wäre nicht all das Leid bekannt, das die Taliban über Afghanistan gebracht hätten, sähe dieser Clip auf den ersten Blick fast schon unterhaltsam aus. So bleibt jedoch nur ein extrem bitterer Beigeschmack von einem der wohl kontroversesten Gymbesuche aller Zeiten. Nun wieder zu etwas Positiverem. Ein Großteil der Fitnessstudio-Besucher wählt bei der Ausführung der Übung eigentlich den klassischen Weg.
Nicht jedoch dieser Athlet namens Matthias McKinnon. Er ist vermutlich nicht nur der stärkste Besucher seines Gyms, sondern auch der kreativste und wurde so übrigens bereits zu einem kleinen Internetstar. Weiter geht's mit dem wohl krassesten Fitnessstudio-Mitglied der Welt, der einfach nur Sachen macht, die komplett unwirklich wirken. Und zwar dieser Elite-Soldat der amerikanischen Armee namens Diamond Ott. Zwar ist es nicht ungewöhnlich, dass Spitzensoldaten über eine exzellente Physis verfügen und viele Stunden im Fitnessstudio verbringen, doch was dieser macht, sprengt jeden Rahmen. Er hängt nicht nur gefühlte Ewigkeiten mit einem Arm an der Stange, sondern macht außerdem abgefahrene Übungen mit dem eigenen Körper, aber auch mit Fremdgewichten oder hebt die Art, Klimmzüge zu machen, mal eben auf ein völlig neues Level. Dieses einmalige Können hat übrigens dazu geführt, dass Ott zu einem echten Influencer mit über 1 Million Followern bei Instagram wurde, dem nun unzählige Menschen versuchen nachzueifern. Als nächstes kommen wir zu einer Fitness-Influencerin, die eigentlich einen extrem wichtigen Job macht, und zwar anderen zu zeigen, dass man auch ohne vermeintlichen Superkörper ins Gym gehen kann und dass sich jeder mit seinem Körper wohlfühlen sollte. Ihr Name ist Bethy Reed und sie hilft mit ihrem Content vielen Menschen dabei, sich trotz höherem Gewicht wohlzufühlen. Umso trauriger ist es dann, wenn Folgendes geschieht. In diesem Clip sieht man, wie Red von einer anderen Fitnessstudio-Besucherin fast grundlos beleidigt wird. Sie macht sich aktiv über ihr Gewicht lustig und behauptet, dass sie mit dieser Figur keine Videos hochladen sollte. Dies ist natürlich nicht nur extrem verletzend, sondern kann auch dazu führen, dass sich Red und dementsprechend viele Fans anschließend gar nicht mehr ins Gym trauen. Zum Glück ließ sie sich davon jedoch nicht unterkriegen und motiviert weiterhin Hunderttausende Fans Sport zu treiben. Dass im Gym aber auch witzige Dinge passieren können, beweist dieser Prank, in dem ein YouTuber einfach die Übungen von anderen 1:1 kopiert, während er neben ihnen steht. What you doing, bro? What's up? What are you doing? Working out. Yeah? Yeah. Okay. What are you doing? Working out. Die Gefahr, sich im Gym zu verletzen, ist durchaus vorhanden. Gerade im Freihantelbereich kann so einiges schiefgehen. Zum Glück ist hierbei nochmal alles gut gegangen, aber entweder wurde hier deutlich zu viel Gewicht auf die Stange gepackt oder sie war einfach von schlechter Qualität. So oder so sollte man immer aufpassen. Weiter geht's mit einem Mann aus Los Angeles, der zunächst in einer absoluten Notsituation zu stecken schien. Und zwar war er über Nacht im Gym eingeschlossen und kam nicht mehr raus. Nach genauer Untersuchung des Falls stellte sich jedoch heraus, dass er nicht ganz unschuldig war. Kurz bevor das Studio schloss, befand er sich nämlich noch im Gym-eigenen Whirlpool und ließ es sich gut gehen. Unbemerkt von allen schloss der Hausmeister daraufhin ab und ließ den Mann ganz allein im Studio zurück. Der Mann postete daraufhin ein Snapchat-Video, in dem er 3 Monate gratis Mitgliedschaft fordert, da er eine ganze Nacht lang quietschvergnügt im Whirlpool saß. Als das Gym-Management ihn am nächsten Morgen entdeckte, sah die Realität jedoch ganz anders aus. Anstatt 3 Monate umsonst zu trainieren, bekam er lebenslanges Hausverbot und wurde umgehend des Studios verwiesen. Weniger gefährlich sind diese Aufnahmen. Hier sehen wir einfach nur kuriose Ausführungen, die so wohl kaum jemand anderes macht, zum Beispiel beim Bankdrücken. Oder auf der Beinpresse. Fraglich, ob das Ganze wirklich so effektiv ist. Aber auch die Rudermaschine kann ein Ort für ungewöhnliche Bewegungen werden. Genauso wie das Bauchmuskeltraining.
Weiter geht's mit einem richtigen Kriminalfall, der sich in einem Fitnessstudio ereignete. Und zwar genauer gesagt in mehreren Gyms im australischen Sydney. Dort fand man in zahlreichen Studios nämlich immer mehr Gäste ihre Wertgegenstände nicht wieder. Der Grund dafür war eine Frau, die in mehreren Gyms Mitglied war und dort monatelang permanent am Klauen war, indem sie sich immer heimlich an den Schränken der Gäste bediente, wenn diese mal nicht aufmerksam waren beim Umziehen. Wochenlang blieb sie dabei unentdeckt, bis die Studios sie irgendwann in ihren Überwachungskameraaufnahmen entdeckten. Nachdem sie erwischt wurde, wurde sie nicht nur aus allen Gyms geschmissen, die Beweise waren außerdem so erdrückend, dass sie sich sogar einem Gerichtsverfahren stellen musste. Zum Schluss kommen wir nun noch zu Aufnahmen, bei denen man sich zunächst fragt, ob man hier in einem Fitnessstudio ist oder am Set eines Erwachsenenfilms. Tatsächlich handelt es sich hierbei um einen Prank von südamerikanischen YouTubern, die mit anderen Gymbesucherinnen eine ganz besondere Wette abgeschlossen haben. Wenn sie es zum Beispiel schaffen, Kniebeugen mit einer Frau auf den Schultern zu machen, dürfen sie sich im Anschluss daran küssen. Dass es dabei bei den anderen Gymbesuchern zu verwunderten Gesichtern kam, ist mehr als verständlich. Noch weiter ging allerdings dieses Paar, das ein leeres Fitnessstudio nutzte, um sich dort zu vergnügen. Auch wenn sie nicht vom Personal entdeckt wurden, überführte sie schließlich die Aufnahme der Überwachungskamera. Und das war's auch schon mit unserem Video. Lasst uns wie gesagt mal wissen, ob ihr selber gerne ins Gym geht. Und wenn ihr noch mehr verrückte Momente sehen wollt, checkt unbedingt unser Video über die abgefahrensten Busmomente ab. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!